Die schönsten Gitarrenakkorde, die ich kenne und regelmäßig spiele, die sind erstaunlicherweise alle nicht besonders schwer zu spielen. Also mit 1 bis 2 Jahren Spielerfahrung definitiv machbar. Trotzdem sind sie allesamt unter Hobbygitarristen kaum bekannt. Das zeigt mir meine langjährige Unterrichtserfahrung. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn ich habe noch kein Buch in der Hand gehabt, in dem besonders gut klingende, aber einfache Akkorde mal im Zusammenhang nach Einsatzzweck sortiert gezeigt worden wären. Deswegen mache ich das heute einfach selbst, um dir diese schönen Akkorde auch zugänglich zu machen. Was ist das Ziel dieses Videos? Ich denke an folgende Situation. Du hast einen Song oder eine Songidee in A-Dur, sagen wir mal, und die normalen Akkorde wie A-Dur, D-Dur, Fis-Moll sind dir zu langweilig, zu abgedroschen. Was passt denn stattdessen? Mit welchen spannenderen Akkorden kann man denn hier arbeiten oder Akkorde austauschen? Dazu will ich dir so viele Ideen wie möglich liefern, also dir ermöglichen, auf eigene Faust nach und nach immer mehr interessantere Akkorde in dein Spiel einzubauen. Ich gebe dir also Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn du jetzt sagst, du willst einfach nur die schönen Akkorde haben, ohne Hintergrundwissen, ohne die Probleme, die Tonarten kennenzulernen, die Stufenakkorde, was alles dahinter steckt, dann springe jetzt einfach mal in das Kapitel Praxis. Dann kannst du es sofort loslegen, in meine Beispiele reinhören. Aber ich empfehle dir natürlich, dran zu bleiben, ein bisschen Geduld zu haben, dir das Video komplett anzuschauen. Wenn du dich übrigens schwer tust, mit Geduld und Zeit zum Üben, mit Zielsetzung, mit Übroutine, wenn du schnell genervt bist und wenig Fortschritte machst, dann solltest du dir auch meinen kostenlosen Minikurs Der perfekte Übeplan mal anschauen. Darin helfe ich dir, einfach gesagt, effektiv zu üben. Und du findest den Link dazu unter jedem meiner Videos in der Beschreibung. Die Tonart eines Songs ist für das Erweitern und Austauschen von Akkorden ein wichtiger Punkt, der gerne auch von uns Gitarrenlehrern übersehen wird. Und in Grifftabellenbüchern und sowas ist das normalerweise überhaupt kein Thema. Nicht jede Akkorderweiterung, nicht jeder schöne Akkord klingt in jeder Tonart und damit in jedem Kontext gut, weil alle Töne, mit denen wir einen Akkord anreichern können, am besten Bestandteile der zugrunde liegenden Tonleiter sein sollten. Nicht, weil das jetzt irgendwelche verkopften Regeln sind, die wir befolgen sollten, sondern weil es sonst ganz einfach falsch klingt. Unsere Ohren sind einfach auf die Dur-Tonleiter gepolt, weil wir normalerweise damit aufwachsen. Also es geht los mit Kinderliedern, Radio, Plattensammlung der Eltern, Rock, Pop, Folk, Alben, klassische Musik. Das alles basiert größtenteils auf der Dur-Tonleiter. Und was davon grob abweicht, empfinden wir als falsch. Natürlich gibt es auch kunstvolle Songs, die weitergehen und die was anderes machen, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ein Dur-Akkord mit hinzugefügter Quarte, also zum Beispiel C-4 oder C-11 genannt, ist einer meiner absoluten Lieblingssounds. Du wirst aber beim Ausprobieren merken, dass er nur manchmal gut klingt, in manchen Situationen, in anderen klingt er total unpassend. Das nervt. Viele probieren deswegen so einen neu gelernten Akkord zwar mal aus, merken aber, der passt nicht immer, dann lässt man es wieder bleiben und spielt lieber den altbewährten C-Dur-Griff. Der ist zwar ein bisschen langweilig, klingt aber nie völlig falsch. Wenn wir aber die Theorie ein bisschen verstehen, dann wissen wir, wann wir welchen Akkord nehmen können und in welchem Kontext er gut klingen wird. Dieser C-11, der klingt vor allem auf der 4. Stufe einer Dur-Tonleiter falsch. Also in der Tonart G-Dur ist C die 4. Stufe. Warum? Weil der hinzugefügte Ton nicht Bestandteil der Tonleiter ist. Die hinzugefügte Quarte in C-Dur ist F, der kommt in G-Dur nicht vor, wo wir ja ein Fis haben. Deswegen könnte man in dem Fall sagen, der passt besser über einen Akkord der 1. und 5. Stufe. Wie du vielleicht weißt, in der Dur-Tonleiter entstehen auf der 1., 4. und 5. Stufe überhaupt nur Dur-Akkorde. Also der Dur-Akkord mit hinzugefügter Quarte passt auf der 1. und 5. Stufe, weil dann der neue Ton auch in der Tonleiter vorkommt, nicht bei der 4. Stufe. Ich zeige dir jetzt viele Vorschläge für Akkorderweiterungen der Dur- und Moll-Akkorde. Und zwar geordnet nach Tonarten. Zuerst in C-Dur, dann G-Dur, D-Dur, A-Dur und E-Dur. Stell dir vor, wir hätten es mit einem einzigen Song zu tun, den wir nacheinander vielleicht für verschiedene Sänger oder Sängerinnen in all diesen Tonarten begleiten wollen. Und wir wollen gerne die normalen offenen Akkorde und die normalen Barré-Akkorde, also die Dreiklänge, vermeiden. Die sind uns zu doof. Alle Akkorde, die du gleich hören wirst, sind im Prinzip Stufenakkorde der jeweiligen Tonleiter. Also sie bestehen immer nur aus Tönen der Tonleiter. Immer in derselben Reihenfolge. 1, 6, 3, 4, 2, 5,
1. Das sind also die Stufen der Akkorde in der jeweiligen Tonleiter. Also Akkord der ersten Stufe, gefolgt vom Akkord der sechsten, der dritten und so weiter. Und das mache ich in jeder Tonart gleich. Für mich ist heute die Challenge, dabei keinen schönen Akkordgriff zweimal zu verwenden. Denn ich will dir möglichst viele schöne Klangfarben auf einmal zeigen. Also ein G-Dur-Akkord kommt als Stufenakkord in drei der gezeigten Tonarten vor. Es ist die fünfte Stufe von C-Dur, die erste Stufe von G-Dur und die vierte Stufe in D-Dur. Aber ich nehme immer ein anderes Voicing, also einen anderen Griff. Zum einen, weil, wie gesagt, nicht jede Akkorderweiterung an jeder Stelle gut klingt und weil du dann viel mehr Akkordvoicings lernst. Da diese Akkorde mit E-Gitarre und akustischer Gitarre gleichermaßen gut funktionieren, kombiniere ich hier beides. Beide Gitarrenmodelle sowie auch Mikrofone, Interface und so weiter findest du alles auf meiner Equipmentliste bei Musikhaus Thomann. Ich erhalte eine kleine Provision, wenn du über einen meiner Links bestellst, und du findest das Ganze auf gitarrenvideounterricht.de/equipment. Links hörst du jetzt immer die Akustikgitarre, mit der ich jeden Akkord nur einmal auf die 1 spiele und klingen lasse. Rechts die E-Gitarre mit Einzelsaiten aus genau demselben Akkord. Kein Unterschied, aber es klingt anders, weil ich Einzelsaiten spiele. Da hört man manchmal die Feinheiten noch besser heraus. Höre es dir jetzt erstmal an und dann beantworte ich dir die häufigsten Fragen, die ich schon vorausahne, denn dafür bin ich ja Gitarrenlehrer. Warum nehme ich hier als Grundlage Stufenakkorde und Tonarten statt einfach nur einen Song? Weil die allermeisten Songs, die wir kennen, aus eben diesen Tonleitern und Stufenakkorden bestehen. Ich will, dass du das System dahinter siehst. Songschreibern mag das bewusst sein oder nicht, aber es geht fast immer um Stufenakkorde aus Naturtonleiter. Und wenn du es verstehst, kannst du am besten kreativ dann auch mit dem Material umgehen. Warum kommen in den Beispielen nur 6 von 7 Stufenakkorden vor? Die Durtonleiter hat doch 7 Töne und damit 7 Stufenakkorde. Ja? Auf der 7. Stufe der Dur-Tonleiter entsteht ein verminderter Akkord, also weder Dur noch Moll. Der klingt so speziell, dass er nicht so oft vorkommt und mit besonderer Vorsicht und Raffinesse eingesetzt werden muss. Und das erspare ich dir heute, weil das nicht zu den Basics passt. Warum nehme ich die Stufenakkorde denn nicht in der richtigen Reihenfolge, wie sie in der Tonleiter vorkommen, erste, zweite, dritte Stufe? Weil es dann zu sehr nach einer Übung klänge. Erst indem wir die Reihenfolge der Akkorde kreativ ändern, klingt es für meine Ohren nach einem Song. Wie gesagt, meine Kombination heute war 1, 6, 3, 4, 2, 5, 1. Aber viele Kombinationen der Akkorde klingen genauso gut. Warum zeige ich nur 5 Tonarten? Es gibt doch 12 davon. Die heute gezeigten Akkorde enthalten ja alle auch Leerseiten. Das ist ja zumeist der Trick, wie wir da interessantere Klangfarben reinbekommen. Und die Tonarten C, G, D, A und E sind die, in denen mehrere Leerseiten als Tonleitertöne vorhanden sind. Und deswegen ist es in anderen Tonleitern schwieriger, Leerseiten hinzuzufügen, um ähnliche Sounds zu erhalten. Da müsste man tricksen mit Capodaster oder Umstimmen der Gitarre, aber wir halten es einfach. Wie heißen denn jetzt die Akkorde richtig, also die Akkordbezeichnungen? Über den Beispielen stand ja jetzt immer nur C-Dur oder A-Moll sowas drüber. Die genauen Akkordbezeichnungen, die zeige ich dir nicht im Video,
weil das nicht mein Weg ist, wie ich da rangegangen bin, sondern nach Ausprobieren und nach Gehör. Aber wenn dich das interessiert, wo das jetzt ein A-Moll 7-11 war oder sowas, kannst du es dir auf dem PDF zum Video anschauen. Das kannst du dir runterladen oder auch die GitHub Pro-Datei. Da habe ich es dann so gemacht, dass die ganzen Optionstöne mit dastehen, also mit in das Akkordsymbol einbezogen sind. Sowas wie D6 oder C#9. Ist dir diese Denkweise mit Stufenakkorden noch völlig neu und die Griffe viel zu schwer? Würdest du das alles, also in Theorie und Praxis, lieber in aller Ruhe ganz von vorne lernen? Dann schau dir auch mal meinen Jahreskurs Liedbegleitung für Einsteiger an. Da geht's wirklich bei null Vorwissen mit Gitarrenkauf und sowas los. 1700 Leute lernen derzeit mit diesem Kurs. Ich habe gerade noch mal reingeschaut. Du bist in guter Gesellschaft. Es gibt auch zahlreiche Bewertungen dazu, sodass du weißt, worauf du dich einlässt. Also es ist nicht nur für Einsteiger interessant. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass unter all den schönen Akkorden nicht ein einziger Barré-Akkord war? Ich habe da kürzlich in einem anderen Video eine Debatte entfacht, was ich gar nicht beabsichtigt hatte, wo Leute mich so verstanden haben, dass ich davon abrate, jemals Barré-Akkorde zu lernen. Das ist Quatsch. Also meine Haltung zu Barré-Akkorden ist so. Man sollte sie lernen, ja, wichtiges Werkzeug. Man kann sie auch lernen, sie sind so schwer nicht. Das ist nur eine Geduldsfrage. Aber danach sollte man nicht sich darauf ausruhen und aufhören weiterzulernen, denn es gibt so viel spannendere Klangfarben. Die allermeisten Gitarristen lernen die Barré-Akkorde und nehmen die dann für alles. Aber die schönen Klänge, wie ich sie dir heute gezeigt habe, die entstehen oftmals erst aus der Kombination gegriffener Töne mit Leerseiten. Also sei nicht zu bequem, sondern beschäftige dich immer wieder mit neuen Akkorden. Dazu soll das heutige Video ja auch inspirieren. Wenn du aber sagst, ich will gar nicht unbedingt neue Akkorde lernen, aber trotzdem professioneller klingen mit den ganz normalen Akkorden, dann schau dir mal dieses Video an. Denn darin zeige ich dir, wie du systematisch lernst, Überleitungen zwischen Akkorden zu spielen. Das ist ein anderer, genauso wichtiger Weg zu viel spannenderen Gitarrenbegleitungen.